Retro Gaming auf eurer Xbox Series macht richtig Laune, aber viele eurer PS2-Games laufen leider so. Keine Panik, wir haben da was für euch. Willkommen bei Gizmomania. Ich bin der Dee, das ist Gizmo und heute widmen wir uns wieder dem Thema Emulation auf Microsofts Xbox-Konsolen. Vor kurzem haben wir euch ja in einem Tutorial vorgestellt, wie ihr mit ein wenig Aufwand eure Xbox One oder Series-Konsole mithilfe von RetroArch in ein Retro-Gaming-Powerhouse verwandeln könnt. Dabei deckt RetroArch mit seinen Emulatorkernen eine Vielzahl der bekannten Videospielsysteme ab, also eigentlich alles von 8-Bit-Systemen wie dem NES bis hin zu Konsolen aus den frühen Nullern wie dem Nintendo GameCube oder der PlayStation 2. Was die Hardwareleistung der Xbox Series S anbelangt, wäre die Konsole sicherlich schnell genug, um auch die anspruchsvollsten PS2-Games durchweg flüssig zum Laufen zu kriegen. Allerdings kommt der verwendete PCSX2-Kern von RetroArch leider doch recht häufig an seine Grenzen, weshalb einige Spiele dann leider so aussehen. Oh, ja, Entschuldigung. Aber ihr seht, was wir meinen. Generell lässt sich sagen, dass Standalone-Emulatoren von der Performance her meist etwas besser funktionieren als die entsprechenden Kerne in RetroArch. Ein Phänomen, das man auch häufig am Beispiel der N64-Emulation auf schwachbrüstigen Android-Handhelds beobachten kann. Hier kitzelt ein Standalone-Emulator wie der M64 Plus FZ auch meist etwas mehr FPS aus der Hardware heraus als der daran angelehnte RetroArch-Kern. Umso mehr waren wir natürlich Feuer und Flamme, als vor einiger Zeit eine Standalone-Variante des PCSX2-Kerns mit dem Namen XBSX2 für Xbox-Konsolen veröffentlicht wurde. Verbunden damit ist natürlich die Hoffnung, dass nun endlich alle PS2-Spiele reibungslos laufen und sich hier und da vielleicht sogar die Auflösung noch etwas erhöhen lässt. Wie auch schon RetroArch könnt ihr XBSX2 direkt auf eure Xbox Series-Konsole herunterladen, ohne dafür den kostenpflichtigen Dev-Mode nutzen zu müssen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Um mit der PS2-Emulation via XBSX2 loslegen zu können, benötigt ihr natürlich wieder eure Xbox, einen externen Datenträger, wir verwenden hier wieder das bereits gezeigte Seagate Game Drive, dann einen PC und natürlich den XBSX2-Emulator selbst. Am besten richtet ihr als erstes euer externes Laufwerk ein, also ran damit an den Rechner. Falls ihr nicht bereits ein bestehendes Emu-Laufwerk benutzt, müsst ihr den Datenträger zunächst im NTFS-Format formatieren und im Anschluss eure Games und BIOS-Files darauf ablegen. Wie das geht, haben wir euch ja bereits in unserem letzten Video zum Thema gezeigt, das wir euch natürlich oben auf dem i verlinkt haben. Sobald ihr das erledigt habt, sollte das oberste Verzeichnis eures Laufwerks in etwa so aussehen. Ein Ordner BIOS mit zum Beispiel einem PS2-Unterordner, in dem ihr euer PS2-BIOS abgelegt habt, und einen Ordner Games, der unter anderem eure PS2-Images enthält. Da Emulator-Apps wie RetroArch und XBSX2 leider immer mal wieder Probleme machen, wenn Games und BIOS-Files auf externen Laufwerken liegen, solltet ihr noch die Zugriffsrechte für euer Laufwerk anpassen. Macht dazu im Arbeitsplatz einen Rechtsklick auf das Laufwerk, wählt Eigenschaften, dann Sicherheit, Erweitert, Hinzufügen, dann Prinzipal auswählen, nochmal Erweitert und jetzt Suchen. Als Benutzergruppe wählt ihr aus der Liste nun alle Anwendungspakete aus. Klickt OK und nochmal OK. Als Berechtigung gebt ihr dieser Gruppe nun Vollzugriff. Klickt wieder auf OK und setzt den Haken bei Alle Berechtigungseinträge für untergeordnete Objekte, bla bla bla, und klickt nochmal auf OK. Den Sicherheitsdialog könnt ihr bestätigen und fertig. So, nun sollten alle Apps problemlos Zugriff auf das Laufwerk haben und ihr könnt das Ganze wieder mit der Xbox verbinden. Leider hat sich seit unserem Tutorial zu RetroArch einiges verändert, wenn es um den Download der Apps geht. Die Release Group rund um Gamer 13 hat die Distribution der Retail-Apps inzwischen von der damals vorgestellten GitHub-Seite komplett auf ihren Discord-Server, den Xbox Emulation Hub, umgestellt. Das gilt natürlich auch für den XBSX2-Emulator. Allerdings ist das nicht weiter schlimm. Alles, was ihr für den Download der Apps benötigt, ist ein kostenloser Discord-Account und etwas Geduld. Okay. Ah ja, what the F? Naja, das Problem ist leider, dass die Retail-Apps in der Vergangenheit wohl jedes Mal superschnell von Microsoft offline genommen wurden. Nachdem man das Ganze nun über Discord laufen lässt, sind die Apps inzwischen wohl immer mindestens 12 bis 24 Stunden online, bevor das Ganze wieder entfernt wird. Derzeit wird das Angebot allerdings nur ein bis zweimal pro Woche hochgeladen, heißt, ihr müsst den Server also gut im Auge behalten und dann am besten gleich zuschlagen, sobald die Apps online gehen.
Nachdem ihr euch via App oder discord.com einen Account angelegt habt, besucht ihr mit dem Edge-Browser auf eurer Xbox wieder die GitHub-Seite von Gamer13 unter gamer13.github.io. Dort klickt ihr nun auf den Link zu seinem Discord-Server und loggt euch mit euren Account-Daten ein. Sobald ihr eingeloggt seid, könnt ihr an dem Icon neben Retail App Status erkennen, ob die Apps gerade online sind. Wenn hier eine grüne Checkbox angezeigt wird, sind alle Apps zum Download verfügbar. Ist dagegen eine orangefarbene Raute zu sehen, müsst ihr euch leider noch etwas gedulden. Falls die Apps alle online sind, geht ihr als nächstes in den Channel Retail Announcements, wo ihr unten den entsprechenden Post mit den Download-Links für alle verfügbaren Apps findet. Und siehe da, gleich in der Sektion Emulators ist auch schon XBSX2 aufgelistet. Natürlich findet ihr hier auch wieder bereits vorgestellte Apps wie RetroArch oder PPSSPP, falls ihr die mal wieder aktualisieren möchtet. Wenn ihr nun den Link mit XBSX2 anklickt, werdet ihr wie gewohnt auf die Download-Seite weitergeleitet und könnt den Emulator direkt runterladen. So, das war's auch schon und ihr könnt den Emulator starten. Bevor es mit dem Zocken losgehen kann, müsst ihr allerdings noch ein paar Einstellungen anpassen. Als erstes müsst ihr XBSX2 verraten, wo sich eure Games befinden. Geht dafür im Startscreen in Games List und wechselt mit den Shoulder-Buttons in die Einstellungen. Dort wählt ihr Add Search Directory und geht mit Parent Directory so lange in der Verzeichnisstruktur nach oben, bis ihr auf euer externes Laufwerk stoßt. Das ist bei uns das D-Laufwerk. Dort wechselt ihr dann in das Verzeichnis eurer PS2-Games und wählt Use This Directory. Genauso will der Emulator natürlich noch wissen, wo sich das PS2-BIOS befindet. Dafür wechselt ihr im Startscreen unter Settings in den Reiter Directory Settings und ändert dort auf die gleiche Weise den BIOS-Pfad. Also wieder auf euer externes Laufwerk wechseln und das Verzeichnis auswählen, in dem sich die BIOS-Files befinden. Wer seine PS2-Games optisch gern etwas aufwerten möchte, kann im Reiter Enhanced Settings zusätzlich noch die interne Auflösung erhöhen. Hier könnt ihr zum Beispiel zwischen der nativen Auflösung 720p, 1080p oder 4K wählen. Bedenkt aber bitte, dass eine höhere Auflösung grundsätzlich zulasten der Performance geht, da die Hardware hier natürlich mehr zu tun bekommt. Gizmo und ich nutzen für PS2-Games gerne 720p. Dadurch bekommt man ein bisschen mehr Schärfe auf modernen Displays, behält aber trotzdem den etwas pixeligen Retro-Charme der Originale bei. Erhöht man die Auflösung dagegen weiter nach oben, wirken die Games aufgrund der matschigen Texturen und groben 3D-Models zum Teil irgendwie zu scharf. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Wenn ihr jetzt in den Startscreen des Emulators zurückwechselt, solltet ihr unter Games List alle eure PS2-Games aufgelistet sehen. Dabei könnt ihr mit den Shoulder-Buttons zwischen einer Kachel- und Listenansicht hin und her schalten. Naja, jetzt sei mal nicht traurig, Gizmo. Da lässt sich schon was machen. Und wenn unsere Zuschauer dranbleiben, verrate ich später auch noch, wie man ganz einfach Coverbilder für seine PS2-Games hinzufügen kann. Aber jetzt wollen wir erstmal sehen, wie sich der XBSX2-Emulator mit zweifacher Auflösung so in der Praxis schlägt. Los geht's! Wie zu erwarten, könnt ihr die Games nach der Einrichtung des Emulators einfach aus der Games-List auswählen und direkt starten. Wir haben euch für den Showcase wie immer eine kleine Auswahl zusammengestellt, blenden euch natürlich Titel und FPS-Counter mit ein und bringen im Anschluss noch einen direkten Vergleich zur Performance in RetroArch. Los geht's mit einer Runde God of War. Wie in unserem Tutorial zu RetroArch erwähnt, hatte der PCSX2-Kern ja durchaus Schwierigkeiten, das ein oder andere Game flüssig darzustellen. Das gilt vor allem, wenn man die interne Auflösung erhöht. Mit Beautiful Joe 2 hier zum Beispiel hatte der Kern selbst in nativer Auflösung in manchen Szenen schwer zu kämpfen. In 720p war es aber faktisch unspielbar.
XBSX2 hingegen macht hier überhaupt keine Probleme und stellt das Game zu jeder Zeit mit vollen 50 bzw. 60 FPS dar. Ähnlich düster sah es auch bei Ratchet & Clank 3 aus. Hier war bei ähnlichen Settings in RetroArch absolut nichts zu machen, wie man ja deutlich sehen und auch hören kann. Das Ganze dagegen hier in XBSX2. Ziemlich heftiger Unterschied, oder? Wundert euch übrigens nicht über den ein oder anderen Frame Drop, das liegt einfach am nötigen Shader Caching, das gerade zu Beginn des Spiels recht häufig vorkommt. Heißt also, je länger ihr ein Game zockt, desto besser wird auch die Performance. Zu guter Letzt noch ein Vergleich mit Zone of the Enders. Hier hat der PCSX2-Kern schon in den ersten Minuten, in denen wirklich kaum etwas passiert, mächtig zu kämpfen. Der Standalone-Emulator macht hingegen mit dem Spiel wieder kurzen Prozess und stellt das Ganze absolut flüssig dar. Oh ja, stimmt. Danke fürs Erinnern. Wie ihr die Optik von XBSX2 etwas aufhübschen könnt, das verraten wir euch jetzt. Alles in allem ist die Retro-Emulation auf Microsofts Xbox-Konsolen auf einem guten Weg. Die Emulatorkerne in RetroArch werden regelmäßig aktualisiert und auch die Entwicklung von Standalone-Emulatoren scheint weiter voranzuschreiten. So wurden zum Zeitpunkt des Videos zum Beispiel auch erste Testversionen des beliebten Dolphin-Emulators als Standalone-Variante veröffentlicht. Die sind derzeit zwar noch sehr rudimentär, ohne attraktive GUI und viele Einstellungsmöglichkeiten, allerdings ist das sicherlich nur eine Frage der Zeit. Und obwohl GameCube und Wii Games schon mit RetroArch ganz ordentlich laufen, würde ein eigenständiger Emulator hier sicherlich nochmal deutlich mehr Performance und auch die Möglichkeit zum Erhöhen der Renderauflösung bieten. Es bleibt also spannend und wenn ihr gerne ein Video dazu sehen möchtet, dann abonniert am besten den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr es nicht verpasst. Aktuell können wir uns mit XBSX2 jedenfalls über ein ordentliches Leistungsplus bei der PS2-Emulation freuen. Die Oberfläche des Emulators ist simpel, aber eingängig gestaltet und bietet ordentlich Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration. Vor allem aber die Performance hat im Vergleich zu RetroArch mächtig zugelegt und durchweg alle Games in unserem Test hatten ein ordentliches Leistungsplus zu verzeichnen und liefen dadurch deutlich flüssiger. Das gilt im Übrigen sogar für das berüchtigte Shadow of the Colossus, mit dem RetroArch mächtig zu kämpfen hatte und das dank XBSX2 nun endlich auf eurer Xbox spielbar ist. Ja, ist ja gut, Gizmo. Ich mach ja schon. Kleine Nervensäge. Einziger Wermutstropfen bei XBSX2 ist natürlich die bereits erwähnte lahme Darstellung eurer Games in der Auswahlliste. Anstatt der blauen Disk-Symbole wären hier doch wenigstens Frontcover für eure Spiele schön. Zum Glück könnt ihr die jedoch relativ einfach hinzufügen. Verbindet euer Games-Laufwerk dafür einfach nochmal mit eurem Rechner und legt auf dem Desktop einen Ordner für eure PS2-Cover an. In diesen legt ihr nun für jedes eurer Spiele ein passendes Frontcover im JPEG-Format ab. Wichtig dabei, der Name der JPEG-Datei muss exakt dem Dateinamen der zugehörigen Image-Datei entsprechen. Heißt euer Game also zum Beispiel killzone-e.iso, muss eure Bilddatei entsprechend killzone-e.jpeg heißen. Solltet ihr nicht bereits eine Sammlung von Spielecovern zur Verfügung haben, könnt ihr euch diese natürlich mit Hilfe eines Tools wie Scraper beschaffen. Andernfalls geht je nach Umfang natürlich auch der händische Weg via Bildersuche im Netz. Gebt hierfür einfach bei Google den Titel des gewünschten Spiels zusammen mit den Begriffen PS2-Cover ein und schon solltet ihr etliche Ergebnisse angezeigt bekommen. Für eine bessere Bildqualität solltet ihr im Suchfilter die Bildgröße noch auf Groß stellen. Wählt nun das gewünschte Frontcover aus und speichert das Ganze in den vorbereiteten Ordner auf eurem Desktop. Achtet bei der Benennung der JPEG-Datei aber in jedem Fall auf das eben erwähnte Namensschema, sonst werden die Bilder später in XBSX2 leider nicht angezeigt. Diesen Vorgang müsst ihr eben nun für jedes PS2-Spiel in eurer Sammlung wiederholen, kurzer Sprung nach vorne, und im Anschluss den Ordner mit allen korrekt benannten Bilddateien einfach auf euer Games-Laufwerk ziehen und das Laufwerk wieder mit der Konsole verbinden. Das letzte, was jetzt noch bleibt, ist XBSX2 zu verraten, wo es eure Cover-Dateien finden kann. Geht hierfür im Emulator nochmal unter Settings, dann in Directory Settings und gebt unter Covers den entsprechenden Pfad zum Coververzeichnis auf eurem externen Laufwerk an. Das war's. Jetzt einfach XBSX2 kurz beenden, nochmal starten und schon solltet ihr unter Games List alle Spielecover aufgelistet sehen. Nice! Ja, die Jungs wissen halt Bescheid.
Auf jeden Fall sollten alle von euch, die gerne bessere PS2-Performance auf ihrer Series-Konsole hätten, XBS X2 unbedingt mal ausprobieren. Wenn die Apps, wie eingangs erwähnt, nicht gleich verfügbar sind, einfach ein bisschen abwarten. Über kurz oder lang klappt es definitiv mit dem Download. Und wer von euch in der Zwischenzeit noch mehr über Emulation auf Microsofts Xbox-Konsolen erfahren will, sollte unbedingt mal einen Blick in unser RetroArch-Tutorial für die Konsole werfen oder checkt doch mal gerne unser Video zu RetroPass ab, mit dem ihr die RetroArch-Installation auf eurer Xbox optisch deutlich aufwerten könnt. Ansonsten lasst gerne einen Kommentar da, liked und subscribed, wenn euch das Video gefallen hat und wie immer gilt...